Ja, Sie werden es schon mitbekommen haben, Herr Di Fabio, den wir heute für den Vortrag vorgesehen hatten, kann leider nicht kommen. Das hat der Sturm verhindert. Und drum ist kurzfristig dankenswerterweise unser Kollege Herr Leiderer eingesprungen, um uns über optische Antennen und eine Anwendung der Nanotechnologie zu berichten. Ich möchte ihn kurz vorstellen. Herr Leiderer hat in München an der Technischen Universität Physik studiert und wurde dort 1973 promoviert und nach Postdoc-Tätigkeiten in Cornell im Staat New York ist er dann wieder nach München zurückgekehrt an die Technische Universität, hat sich dort 1979 habilitiert. Es folgten Professuren in München, in Mainz und schließlich hier in Konstanz. Seit 1988 ist er hier Kollege in der Physik und er ist weit über die Physik in unserer Universität bekannt als mehrfacher Organisator von Sonderforschungsbereichen, die ja für die Repräsentanz der Universität im Forschungsraum insgesamt außerordentlich wichtig sind. Herr Leiderer wurde mehrfach mit Preisen ausgezeichnet. Er ist Mitglied der Heidelberger Akademie der Wissenschaften und der Leopoldina in Halle und dort auch seit einigen Jahren bereits Senator und für die gesamte Physik dort zuständig. Mehr will ich nicht sagen, damit Herr Leiderer möglichst viel Zeit für seinen Vortrag bekommt. Ich freue mich, dass trotz des Themenwechsels so viele doch zu uns gefunden haben und ich freue mich mit Ihnen allen auf Herrn Leiderers Vortrag. Ja, vielen Dank, Herr Schink, für die nette Einführung. Ich bedauere sehr, dass Herr Di Fabio nicht kommen kann, denn er hätte Ihnen ja was über die EU erzählt. Was ich Ihnen über die EU erzählen kann, ist, dass wir bei den Projekten, die wir machen und insbesondere bei dem, über das ich hier berichten will, auch in europäischen Netzwerken waren. Aber das ist dann schon alles leider. Also es geht wieder um Nanotechnologie und da werden Sie jetzt sagen, jetzt reicht es allmählich mit Nano. Wir hatten nämlich schon zwei Vorträge von der Frau Scheer über Nanoelektronik, von Herrn Kölfen über Nanostrukturen, kolloidale Nanostrukturen und heute geht es also um Nanooptik. Ich hoffe aber, ich kann Ihnen trotzdem zeigen, dass Nano viele Facetten hat. Und dass man da eben verschiedene Bereiche verfolgen kann. Die Folien, die ich Ihnen zeigen werde, muss ich mich entschuldigen, sind nahezu ausnahmslos auf Englisch. In der Eile habe ich es nur geschafft, die Überschriften auf Deutsch zu machen. Aber ich hoffe, Sie können mir trotzdem folgen. Also nach dieser Einführung schauen wir mal, wie das mit den Antennen ist. Antennen, wissen Sie alle, verwendet man dazu, um ein relativ schwaches Signal im Raum mit einer großen Anordnung zu bündeln auf einen kleinen Fleck und in diesem Fleck setzt man dann den Detektor. Schauen wir mal, ob das hier geht. Also, nachdem es um optische Antennen geht, wäre das sowas wie hier gezeigt. Wir haben hier das Sonnenlicht und mit einem Brennglas erhöhen wir die Intensität so stark, dass wir im Fokus eben eine sehr, sehr starke Überhöhung des elektromagnetischen Feldes der Sonne haben. Und die Frage ist, der Fleck, den man hier auf diese Weise erzeugen kann, ist auch gegeben durch die Größe der Sonne im Millimeterbereich. Die Frage ist, gibt es ein Superbrennglas vielleicht, mit dem wir das Licht wesentlich stärker fokussieren können, also einen Fleck von wenigen Nanometern erzeugen können, denn damit könnte man viele Sachen machen,
Und wir werden uns überlegen, ob das geht oder nicht. Fangen wir ganz einfach an mit einer normalen Sammellinse. Es kommt ein paralleler Lichtstrahl an, wir machen geometrische Optik. Wenn Sie Brillenträger sind, machen Sie das auch. Sie haben also eine Augenlinse. Wenn die Augenlinse nicht mehr stark genug ist, dann setzen Sie eine Sammellinse in Form Ihrer Brille davor. Und das Ganze wird dann auf Ihre Netzhaut fokussiert. Die Frage ist, wie groß ist dieser Fokus? Und bei der geometrischen Optik ist die Antwort einfach und schnell. Das ist punktförmig. Aber so richtig punktförmig ist es in der Realität nicht. Es gibt nämlich ein Phänomen in der Physik oder generell. Bei Wellen, Licht ist eine elektromagnetische Welle. Und dieses Phänomen heißt Beugung. Und aus diesem Grund ist der Fokus eben nicht beliebig scharf, sondern hat einen Durchmesser, der liegt in der Größenordnung der Lichtwellenlänge. Lichtwellenlänge, wie wir noch sehen werden, aber Sie wissen es wahrscheinlich, ist in der Größenordnung von 500 Nanometer. 500 Nanometer sind 0,5 eines Tausendstel Millimeters. Und ich hatte aber eingangs gesagt, wir würden gern für verschiedene Anwendungen das Licht fokussieren auf wenige Nanometer. Also da sind wir zwei Größenordnungen zu groß. Und wie können wir erreichen, dass wir da einen schärferen Fokus hinkriegen? Wenn man das schafft und die Entwicklungen und die Forschung sind dabei, das zu schaffen, dann hat man interessante Anwendungen in der Nanotechnologie, in der Biologie, in der Sensorik, Photovoltaik, nichtlineare Optik, Datenspeicherung und so weiter. Also es gibt viele Motivationen, warum man gerne Licht mit seiner Wellenlänge von ungefähr 500 Nanometer energiemäßig fokussieren möchte auf wenige Nanometer. Und darum soll es in diesem Vortrag gehen. Wie kann man das erreichen? Jetzt hole ich erst noch ein bisschen aus. Die Antwort wird sein optische Antennen. So, Gliederung sehen Sie hier. Ich erzähle Ihnen zunächst mal ganz kurz was über elektrische Antennen, dann was über die Herstellung der kleinen Strukturen, die man dazu braucht, denn wir haben ja gesehen, wenn wir irgendwas in der Größenordnung der Lichtwellenlänge noch weiter fokussieren wollen, dann müssen die Strukturen in der Größenordnung der Lichtwellenlänge sein. Und dann werden wir uns anschauen, wie die optischen Eigenschaften von diesen Nanostrukturen sind und ob wir es denn schaffen, das Licht so zu bündeln, wie wir das gerne hätten. Da wird es einerseits um Experimente gehen, ganz kurz auch um Simulationen, die ja wichtige Begleitung sind für Experimente. So, also zunächst mal elektrische Antennen. Ein Blick aus einem Hotelzimmer in Tokio zeigt, worauf ich raus will. Ein Antennenwald ist inzwischen schon gelichtet. Sie kennen alle die Antennenwälder von früher, von Fernseh- und Radioantennen. Inzwischen haben alle Leute diese Satellitenschüsseln, weil man bei höheren Frequenzen arbeitet. Die charakteristischen Ausdehnungen von diesen Stäben hier sind gegeben durch die Wellenlänge der elektromagnetischen Wellen, die hier aufgefangen werden sollten. Hier sehen Sie es nochmal ein bisschen größer. Das ist also eigentlich vergangene Technologie. Aber wir werden sehen, im optischen Bereich kann man durchaus mit solchen Ideen arbeiten. Brauche ich wahrscheinlich gar nicht, aber ich sage es Ihnen trotzdem. Licht ist eine elektromagnetische Welle, hier aufgetragen in Ortsrichtung, also in X-Richtung. Der elektrische Feldvektor oder das elektrische Feld hier aufgetragen nach oben in Blau, das magnetische Feld in Rot, senkrecht dazu. Und das ist jetzt eine Momentaufnahme einer solchen Lichtwelle als Funktion des Ortes zu einem bestimmten Zeitpunkt. Wenn wir uns auf diesen Punkt hier hinsetzen würden und schauen, was passiert, wenn so eine Welle vorbeikommt, dann würde das elektrische Feld hier
als Funktion der Zeit so auf und ab gehen. Der Bereich des sichtbaren Lichts liegt zwischen 400 und 800 Nanometer ungefähr. Ausbreitungsgeschwindigkeit, wie Sie alle wissen, sind 300.000 Kilometer pro Sekunde. Und wenn wir die Wellenlänge kennen und die Lichtgeschwindigkeit, dann wissen wir auch, welche Frequenz das Licht hat, weil wir einfach wissen, die Geschwindigkeit ist Wellenlänge mal Frequenz. Und dabei kommt eine unvorstellbar kurze Zeit raus oder eine sehr, sehr hohe Frequenz. Im Bereich von Femtosekunden ist die Zeit die Schwingungsdauer des Lichtes. Femtosekunden sind 10 und minus 15 Sekunden. Man hat schon mit Mikrosekunden Schwierigkeiten. Also 10 und minus 15 ist extrem kurz, aber offensichtlich funktioniert das alles sehr gut. Und die Wellenlänge, die habe ich hier nochmal angedeutet, ist zwischen den beiden aufeinanderfolgenden Maxima. Elektromagnetische Wellen gibt es in einem breiten Spektrum, hier mal aufgezeichnet von langen Wellen bis ganz kurzen Wellen. Hier in dem Bereich, Wellenlänge ungefähr 1 Meter, das sind die UKW-Fernsehsender der früheren Zeit. Mikrowellen, 1 Zentimeter oder etliche Zentimeter, das ist der Bereich, in dem heutzutage die Mobilfunknetze arbeiten, bei 1-2 Gigahertz. Ihr Mikrowellenherd zu Hause ist übrigens auch in diesem Frequenzbereich. Also es ist eigentlich kein Mikrowellenherd, sondern ein Zentimeterwellenherd, weil Mikro ist in diesem Bereich hier reserviert. Auf der anderen Seite haben wir hier die Röntgenstrahlung mit sehr kurzen Wellenlängen. Und dazwischen ist ein Bereich, nur ein Faktor 2, also eine Oktave, das ist das sichtbare Licht. Also für uns Menschen sichtbare Licht reicht von 400 bis 700 Nanometer ungefähr. Und es soll jetzt darum gehen, wie wir in diesem Bereich des elektromagnetischen Spektrums bündeln können. Dazu nochmal eine Überlegung, was passiert, wenn so eine elektromagnetische Welle jetzt auf ein Objekt, das soll also unsere Antenne sein, und im einfachsten Fall ist diese Antenne ein sogenannter Hertzscher Dipol. Der Herr Hertz hat sich vor 150 Jahren damit beschäftigt und hat die Grundlagen gelegt für diese Art von Elektrodynamik. Es kommt hier also diese elektromagnetische Welle mit ihrem elektrischen Feld in dieser Richtung an und die Elektronen in diesem Metallstäbchen hier schwingen nun im Takt dieses elektromagnetischen Feldes auf und ab und erzeugen, das ist ja ein Strom, der hier hin und her fließt, und Strom erzeugt ein Magnetfeld, erzeugen ihrerseits wieder ein Magnetfeld, was diesen Strom umschließt. Eine Viertelperiode später sieht das Ganze so aus, denn diese hier eingezeichneten Feldlinien sind nicht starr am Ort, sondern die breiten sich mit Lichtgeschwindigkeit aus, die laufen also nach außen, also von der Seite hier kommt als Anregung diese elektromagnetische Welle und es breitet sich von hier dann so ein elektromagnetisches Feld aus. Nochmal eine Viertelperiode später und ohne Sie jetzt da zu sehr drangsalieren zu wollen, zeige ich Ihnen, was passiert, wenn wir also 4, 5 von diesen Schwingungen haben an uns vorbeigehen lassen, dann schaut das Feld so aus. Das ist das Nahfeld in der Umgebung und weiter außen an das Fernfeld eines solchen Hertzschen Dipols. Und wichtig ist für unsere Zwecke jetzt die Länge dieses Stabes hier, der hier zum Mitschwingen angeregt wird, der ist gerade halbe Wellenlänge. Wenn das der Fall ist, dann ist das System in Resonanz. Dann können wir sehr effizient das von außen kommende Licht einkoppeln oder andererseits die elektromagnetische Energie, die wir hier in die, anlegen, an diese Antenne abstrahlen. Also es ist sowohl ein Sender mit Abstrahlen als auch ein Empfänger, je nachdem, wie wir ihn betreiben. Und noch eine kleine Abschätzung, wenn die Frequenz 1 Gigahertz ist, dann ist die Wellenlänge, nachdem wir die Lichtgeschwindigkeit kennen,
0,3 Meter. Und um Sie daran zu erinnern, wie das früher ausgesehen hat, habe ich hier ein Handy der ersten Generation. Da musste man die Antenne hochklappen, damit die Empfindlichkeit groß genug war, damit man was empfangen konnte. Und das ist genau so ein hertzscher Dipol, wie Sie ihn hier aufgezeichnet sehen. Inzwischen sind die Antennen natürlich in den Smartphones integriert und wir müssen uns nicht mehr mit solchen Kleinigkeiten darum schlagen. Gut, dann wissen wir jetzt, wir bräuchten so kleine Metallstrukturen wahrscheinlich. Wie machen wir die? Und dazu ein paar Worte zur Herstellung von kleinen Strukturen. Da gibt es viele Möglichkeiten. Ich möchte auf eine zu sprechen kommen, die wir bei unseren Experimenten besonders ausführlich verwendet haben, weil die einfach geht, billig ist, schnell und viele Vorteile hat. Auch Nachteile, wie Sie gleich sehen werden. Aber ich wollte es Ihnen trotzdem nicht vorenthalten. Da starten wir mit kleinen Kügelchen in Suspension. Diese Kügelchen, das kann man kaufen, sieht im Wesentlichen so aus, so weißlich wie Wandfarbe im Prinzip. Nur ein bisschen teurer, also dieses Teil hier kostet ungefähr 200 Dollar. Aber dafür hat man lauter gleich große Kügelchen, die man bezüglich der Größe und auch bezüglich des Materials sich raussuchen kann. Das kann Plexiglas sein, PMMA, also Plexiglas, Polystyrol, normales Glas. Und hier sehen Sie eine elektronenmikroskopische Aufnahme. Das sind wirklich schöne, runde Objekte. Alle gleich groß. Wie kann man damit jetzt Metallstrukturen machen? Die sind ja zunächst mal dielektrisch, also isolierend. Da gibt es eine Methode, die man häufig in der Nanotechnologie anwendet, und das ist das Prinzip der Selbstorganisation. Das geht in die Richtung, was Herr Kölfen uns im Dezember erzählt hat. Man schafft also geeignete Bedingungen und lässt dann die Natur selber machen. Das hat den Vorteil, dass es schnell und einfach geht und dass man parallel arbeiten kann und nicht der Reihe nach jede einzelne Struktur machen muss. Also die Idee bei diesem Verfahren mit einer Kolloidmonolage ist so, dass man ein Substrat hat, das kann zum Beispiel Silizium sein oder Glas, hier grau gezeichnet. Da geben wir einen Tropfen von dieser teuren Suspension drauf, aber ein Tropfen kostet so gut wie nichts. Insofern ein billiges Verfahren. Wir neigen das Ganze ein bisschen, sodass das so schräg da drauf liegt. Dann heizen wir, sodass der Tropfen so nach und nach verdampft. Und wenn wir die Parameter alle geeignet wählen, dann bekommen wir ein Verhalten, wo sich diese Kügelchen selbst organisiert anordnen in einer schönen Monolage. Monolage, also eine einzelne Lage von diesen Dingen. Hier oben ist es schon trocken und hier von unten fließt die Flüssigkeit nach oben, verdampft da oben, da ist es warm, nimmt die Teilchen mit, die Teilchen haften aufgrund der Kapillarkräfte aneinander und Sie sehen, wenn wir da den Prozess eine Zeit lang laufen lassen, dann kommt da eine sehr schön geordnete Anordnung von diesen Teilchen raus. Fehler werden so nach und nach ausgebügelt und was am Ende übrig ist, zumindest auf dem Bereich, den wir dann hier sehen, ist ein sehr schön geordneter zweidimensionaler Kristall. Also wie ein atomarer Kristall, aber in diesem Fall aus Teilchen. Ich habe nicht dazu gesagt, wie groß sie sind, aber in dem Fall sind sie ungefähr 500 Nanometer. Das Ganze geht aber von 50 Nanometer bis zu einigen Mikrometern. Wenn Sie sich das dann anschauen, wenn das auf Glas eingetrocknet ist, sieht das so aus. Die Farben, die Sie hier sehen, kommen daher, dass die Teilchen ungefähr so groß sind wie die Lichtwellenlänge, regelmäßig angeordnet. Das ist also ein Gitter und Sie wissen vielleicht, wenn man Licht auf ein
Beugungsgitter schickt, dann kriegt man Beugungserscheinungen. Dieses Licht hier sind gerade solche Beugungserscheinungen. Es erinnert Sie vielleicht an einen Edelstein, Opal, und das ist es. Das ist ein zweidimensionaler Opal. Opal ist nichts anderes als Silikateilchen, die sich regelmäßig angeordnet haben, allerdings beim natürlichen Opal in drei Dimensionen. So, das sieht hier noch ein bisschen ungeordnet aus, sind auch Risse drin, und zwar, wenn wir einen kleinen Bereich rausgreifen, wir brauchen ja für unsere Untersuchungen immer nur ganz wenige, paar Mikrometer große Bereiche, da ist es nahezu perfekt geordnet. Ja, jetzt haben wir aber immer noch keine Metallstrukturen. Die kriegen wir aber jetzt ganz einfach auf folgende Art, das heißt dann Kolloidlithografie. Also das hier ist jetzt schematisch die Kolloidmaske. Wir haben sie hier auf der Unterlage, hier sehen wir von der Seite, hier schauen wir von oben drauf, hier ist es von der Seite. Wir dampfen hier jetzt Metall unserer Wahl auf, zum Beispiel Gold hat den Vorteil, das ist schön robust und oxidiert nicht und hat sehr gute optische Eigenschaften. Dann sind diese Kügelchen nach dem Bedampfen mit diesem Goldfilm bedeckt, der ungefähr 100 Nanometer dick ist. Dazwischen sind aber Bereiche, das sehen Sie hier, die nicht von Kügelchen bedeckt sind. Und auf diesen Bereichen liegen jetzt die Goldatome, die wir hier aufgedampft haben. Wenn wir also die Kügelchen hier entfernen, dann bleibt dieses hier übrig. Und das sind jetzt Metallstrukturen, die wir für unsere Zwecke verwenden können. Das sieht in der Praxis dann so aus. Hier sehen Sie also eine SEM, heißt Scanning Electron Microscope, also eine Raster-Elektronenmikroskop-Aufnahme. Hier in diesem Bereich sind die Kügelchen entfernt, einfach mit Tesafilm geht das. Hier sehen Sie sie noch, wie sie bedampft sind. Und wenn wir uns jetzt das Ganze noch ein bisschen genauer anschauen, nicht mit dem Elektronenmikroskop, sondern mit dem Rasterkraftmikroskop, das nennt sich auf Englisch AFM, Atomic Force Microscope, dann sehen Sie, wie die einzelnen Strukturen hier heraustreten und sehr scharfe Kanten haben. Auf die Kanten kommt es uns an, denn wir wollen Feldüberhöhungen des elektromagnetischen Feldes haben, gerade an den Stellen, wo so scharfe Kanten sind. Wenn wir keine scharfen Kanten haben, gibt es auch keine starken Feldüberhöhungen. Ja, damit kann man also jetzt dann weiterarbeiten und sich anschauen, ob wir in solchen Strukturen es vielleicht schaffen, Feldüberhöhungen auf sehr kleiner Längenskala im Bereich von wenigen Nanometern zu erreichen. Es gibt auch andere Methoden, sagte ich, das nur ganz kurz, die erlauben viel komplexere Strukturen zu machen, zum Beispiel die Bruchkontakte, die Frau Scheer Ihnen vorgestellt hatte. Aber der Nachteil ist, dass das sehr lang dauert, sehr umständlich und teuer ist. Und es ist gar nicht so einfach, so scharfe Kanten und Ecken hinzukriegen, wie man das mit dieser ganz einfachen Kolloidlithografie schafft. Das sind andere Beispiele, die man mit der Elektronenstrahllithografie machen kann. Ich habe hier hingeschrieben top-down, das bedeutet also, bei dieser Art der Lithografie gibt man das von außen vor, genau was für eine Struktur man haben will. Die Kolloidlithografie ist bottom-up, von unten selbst organisiert. Und auf das hier möchte ich Sie besonders hinweisen, denn das werden wir gleich noch brauchen. Das ist jetzt ein mit Elektronenstrahllithografie hergestelltes Objekt einer Bowtie-Antenne. Bowtie ist Englisch und heißt Fliege, also nicht das Tier, sondern was man so als Krawatte anstelle einer Krawatte trägt. Und das erinnert daran, wir werden sehen, in diesem Bereich zwischen diesen beiden Spitzen, da liegt der Fokus dieser Antenne. So, jetzt zu den optischen Eigenschaften dieser Nanostrukturen. Und wir werden uns anschauen, was passiert, wenn wir diese Antennen mit kurzen Laserpulsen bestrahlen. Das gibt uns nämlich die Möglichkeit, dann zu sagen, an welchen Stellen in diesen Strukturen
starke Feldüberhöhungen sind. Bei späteren Anwendungen nutzen wir nur aus, dass diese Feldüberhöhungen gibt. Aber zunächst mal müssen wir ja sozusagen fotografieren, wo sind die Felder sehr groß, damit wir unsere Strukturen richtig wählen können. Und ich möchte Ihnen ein Beispiel für eine solche quasi Fotografie von diesen optischen Nahfeldern, von diesen Feldüberhöhungen zeigen. Also, und zwar betrachten wir zunächst mal die elektrische Strukturen, isolierende, also aus Glas oder Plexiglas zum Beispiel. Also, wir legen so ein Kügelchen auf eine Oberfläche, eine schöne glatte Oberfläche, am besten so ein Siliziumscheibchen, das kann man heutzutage wegen der Mikroelektronik in exzellenter Qualität bekommen. Und das bestrahlen wir jetzt von oben mit einem Puls. Dieses Kügelchen ist transparent, hier ist es orange gezeichnet, aber es ist in Wirklichkeit transparent und wirkt dann wie eine Linse, wie die Sammellinse, die ich vorher gezeigt habe, nur weil das nicht jetzt eine flache Linse ist, sondern eine Kugel, liegt der Brennpunkt dieser Linse sehr nahe hier an der Oberfläche. Und wir müssen uns vorstellen, das Kügelchen liegt hier auf der Unterlage. Wir haben also hier in diesem Bereich das Licht gesammelt, was von hier oben ankommt in dem Bereich, der dem Querschnitt dieser Kugel entspricht. Und die Farbskala hier gibt die Erhöhung der Intensität an über die eingestrahlte Intensität. Und Sie sehen, das Gelbe hier in diesem Bereich ist ungefähr ein Faktor 1000. Also mit einer solchen Anordnung, 50 Mikrometer großes Kügelchen, können wir einen Faktor 1000 höhere Intensität erreichen, als wir mit dem Laser einstrahlen. Das hier ist eine Rechnung. Für so einfache Objekte wie so Kügelchen gibt es geschlossene Ausdrücke. Für die komplexeren Objekte, die ich Ihnen nachher zeigen werde, müssen wir zu Simulationen greifen. Aber hier für diese Zwecke kann man mit einer solchen Rechnung nach dem Herrn Mie ausrechnen, wie sind die elektrischen Felder verteilt. Selbst wenn der eingestrahlte Laserpuls jetzt nicht allzu kräftig ist, ist die Feldüberhöhung in diesem Bereich doch so groß, dass so etwas passiert wie bei dem Brennglas, das wir in die Sonne halten. Im Fokus wird die Intensität so hoch, dass wir Material abtragen können. Also Sie wissen alle, dass mit Lasern das geht. Also in der Autoindustrie werden heute Laser eingesetzt zum Schweißen, Schneiden, Bohren und so weiter auf größerer Längenskala. Und wir sind jetzt hier zugange auf Submikrometer-Skala und schauen, wie das funktioniert. Das wäre jetzt die Vorhersage. Als Experimentator möchte ich natürlich immer wissen, dass die Rechnung, die ein Kollege gemacht hat oder ein Student, dass die auch stimmt. Und wir sehen hier, was passiert. Das ist hier eine Siliziumoberfläche, weiß bedeutet, dass das Ganze höher ist als die Umgebung und dieses Ding hier ist ein Loch, das hier in die Oberfläche reingeschossen wurde. Wir müssen uns also vorstellen, dass durch die hohe Intensität hier Material abgetragen wurde, da liegt aber noch das Kügelchen, das heißt, das Material wird dann zur Seite gedrängt. Trotzdem fliegt das Kügelchen durch den Impuls, den es kriegt, durch diese ganze Prozedur weg. Und wir haben also jetzt dieses so präparierte Loch. Wir können das noch ein bisschen genauer vermessen, indem wir mit dem Rasterkraftmikroskop mit einer feinen Spitze hier drüber fahren und das Loch abtasten. Und dann kommt in dem Fall so etwas raus, ein Loch, was 50 Nanometer tief ist und ungefähr 100 Nanometer breit für das hier verwendete Teilchen. Das hier ist viel kleiner als das, was wir hier hatten und die Wellenlänge ist auch anders als hier. Aber es zeigt, dass das funktioniert. Also wir können Laser strukturieren auch auf ganz
kleiner Skala, 100 Nanometer, reicht uns noch nicht ganz. Wir hätten gern einige wenige Nanometer. Vorschlag, wir machen das Kügelchen einfach kleiner. Also, na, zunächst mal sieht man Vorteil von diesen Kolloidmasken, die ich Ihnen vorher gezeigt habe. Wenn Sie viele Löcher auf einmal erzeugen wollen, mit einem Laser in der Autoindustrie müssen Sie ein Loch nach dem anderen machen. Hier haben Sie Ihre Kolloidmaske, Quadratzentimeter groß, die bestrahlen Sie mit einem einzelnen Laserpuls und nachher sieht das so aus. Hier sind noch Kügelchen übrig, aber hier sind sie abgetragen und Oberflächen dieser Art sind für vielerlei Zwecke interessant. Also wenn Sie zum Beispiel an Implantate denken, dann können Sie dadurch, dass man hier die Abstände geeignet wählt, das Anwachsen von Zellen besonders gut vorantreiben. Und aus dem Grund ist also so eine parallele Strukturierung von Oberflächen durchaus interessant. Allerdings, unser eigentliches Ziel war ja, zu ganz kleinen Löchern zu kommen und die Löcher sind immer noch zu groß. Das hier sind 10 μ von da bis da, also das heißt, die Löcher sind auch wieder ein paar hundert Nanometer. Wir wollen kleiner. Und ich sagte schon, machen wir einfach die Kügelchen kleiner, dann schaffen wir das vielleicht. Jetzt haben wir hier die gleiche Simulation wie hier oder die gleiche Rechnung wie hier mit einem kleinen Kügelchen. Sie sehen, das hier sind 50 Mikrometer, das sind 50 Nanometer. Das Feld, was hier einstrahlt, ist das gleiche. Polarisation, dieser Pfeil zeigt an, wie das elektrische Feld polarisiert ist und das geht hier parallel zur Unterlage in dieser Richtung. Und das Licht kommt von oben daher. Und Sie sehen, bei diesem kleinen Kügelchen ist jetzt das Verhalten ganz anders als hier. Das ist keine Linse mehr, sondern das ist mehr so etwas wie ein hertzscher Dipol. Das sind die Intensitätsmaxima hier und hier. Und wenn wir uns anschauen, was kommt auf der Oberfläche an, dann ist das ganz wenig. Da ist eine Feldüberhöhung von 1000 weit, weit entfernt. Und hier in der Mitte, wo das Teilchen aufsitzt, ist sogar ein Minimum der Intensität. Eine Rechnung, wiederum, wir wollen eigentlich sehen, geht das experimentell auch so. Und das geht in der Tat. Das ist das gleiche Bild, was ich Ihnen gerade gezeigt habe von oben. Und das ist so eine Hantel, wie man sie eben vom hertzschen Dipol kriegt. Und das ist ein Loch, was man mit einem solchen Teilchen erzeugen kann. Und Sie sehen, das ist nicht mehr rund, sondern das ist so hantelförmig. Durchmesser ist wieder im Bereich von 100 Nanometern, hat uns nicht wirklich was gebracht. Also wir kommen mit diesen dielektrischen Strukturen nicht weiter und gehen aus dem Grund zu metallischen Strukturen. Und schauen, ob das vielleicht besser geht. Also, so wie vorher, das Bildchen kennen Sie. Und jetzt bestrahlen wir diese Oberfläche mit einem Laserpuls. Femtosekundenpuls, also ein sehr kurzer Puls. So kurz, dass die Energie, die in diesem Laserpuls drinsteckt und auf die Elektronen übertragen wird, nicht Zeit hat, von den Elektronen dann auf das Metallgitter zu gehen und das Metall zu schmelzen, sondern hier ist der Puls schon zu Ende, wenn die Elektronen anfangen, ihre Energie ans Gitter abzugeben. Wir schauen hier uns nochmal das mit dem Rasterkraftmikroskop an und wenn ich jetzt einen Ausschnitt mache, dann sehen Sie, haben wir hier genauso eine Bowtie-Antenne, wie wir sie vorher hatten und damit wollen wir uns jetzt beschäftigen, wie ist das optische Nahfeld und wie ist die Verteilung der optischen Felder in einer solchen Anordnung? Wenn wir das verstehen, wenn wir dann aus dem Vergleich zwischen dem Experiment und den dazugehörigen Rechnungen
schließen können, dass wir alles richtig erfasst haben, dann haben wir einen großen Fortschritt gemacht. Dann brauchen wir nämlich gar nicht mehr so viele Experimente, sondern dann können wir, wenn wir eine verlässliche Theorie haben, auf dieser Theorie aufbauen und auch kompliziertere Strukturen rechnen. Also insofern ist das, was ich hier Ihnen zeige, so ein Objekt der Begierde der Grundlagenforscher, die erreichen wollen, dass sie wissen, wie es geht. Und wenn man es dann weiß und die Programme hat, dann kann man es, ja, ein bisschen überheblich gesagt, den Ingenieuren weiterreichen und die Ingenieure arbeiten dann weiter damit. Vielleicht. So, jetzt schauen wir mal. Bevor wir uns ansehen, was passiert, wenn dieser Laserpuls auf die Oberfläche trifft, ein Wort zu den Rechnungen. Ich sagte Ihnen ja vorher, eine Kugel, die kann man geschlossen rechnen bei komplizierteren Strukturen, obwohl das hier jetzt keine wirklich komplizierte Struktur ist, aber hat geschwungene Kanten hier und die Ausdehnung ist auch in der Größenordnung der Lichtwellenlänge. Hier wird es also schwierig. Und solche Probleme kann man lösen, generell heutzutage in den Ingenieurwissenschaften mit der Methode der finiten Elemente. Das geht so, dass man die Struktur, die man eigentlich simulieren möchte, aufteilt in viele, viele kleine Strukturen, in dem Fall lauter dreieckige Strukturen. Und man rechnet dann ausgehend von einer Struktur, was passiert in der Umgebung und tastet sich so nach und nach vor. Der Punkt ist, dass man für so eine kleine Struktur, die das physikalische Problem, das sind nämlich die sogenannten Maxwell'schen Gleichungen, die die Ausbreitung elektromagnetischer Wellen beschreiben, die kann man lokal für so einzelne Elemente gut lösen. Problematisch wird es, wenn es halt viele, viele Elemente sind, weil man dann ewig lang mit den Rechnungen beschäftigt war, muss man sagen, in früheren Zeiten. Inzwischen sind die Rechner sehr schnell geworden und damit ist das kein Problem mehr. Also das kann man heutzutage, solche Rechnungen, solche Softwareprogramme kann man heutzutage kaufen und die funktionieren eigentlich sehr gut, wenn man berücksichtigt, was alles bei der Simulation mit eingehen muss. Und das ist dann die Aufgabe des Experimentators, herauszufinden, also welche Punkte sind hier kritisch. Und ich zeige Ihnen jetzt ein Beispiel, wo man sieht, dass man eben aufpassen muss, sonst kommt was Falsches raus. Gut. Eine Rechnung mit so finiten Elementen, hier bestehend aus diskreten Dipolen, Name tut nichts zur Sache, Sie sehen hier Folgendes, hier ist ein Dreieck, 480 Nanometer Kantenlänge, die Polarisation des Lichtes ist horizontal und man fragt sich, wenn jetzt so eine Lichtwelle, wo das elektrische Feld in dieser Richtung schwingt, auf so ein Dreieck fällt, wie ist dann die Feldverteilung in diesem Dreieck? Wo gibt es besonders hohe Felder? Im Sinn von dem Hertzschen Dipol, den wir vorhin gesehen haben. Und wir würden intuitiv erwarten, die Elektronen schwingen hier hin und her, hier sind sie relativ verdünnt, da werden sie alle zusammengedrängt. Hohe Elektronendichte bedeutet hohe elektrische Felder, also sollte hier das elektrische Feld besonders groß sein. Und in der Tat rechnen diese Autoren aus, ja, so 500, 600-fach des eingestrahlten Lichtes sollte hier die Intensität sein. Wenn wir die Polarisation drehen, wenn wir in dieser Richtung das elektrische Feld schwingen lassen, dann sollte diese Ecke hier gar nicht feldüberhöht sein, sondern dann sollten diese beiden Ecken die Stellen sein, wo starke Feldüberhöhung auftritt. Und in der Tat, hier ist die Polarisation vertikal und hier sind die beiden Stellen, wo wir starke Feldüberhöhung haben.
Das wäre jetzt eigentlich das, worauf es uns ankommt. Also wenn das wirklich so geht, wie hier gezeigt, dann hätten wir eigentlich unser Ziel erreicht, nämlich das Licht mit einer Wellenlänge, die ungefähr so groß ist wie dieses Quadrat hier, hätten wir fokussiert auf diese beiden kleinen Stellen. Also, wiederum der Experimentator schaut sich an, was kommt raus. Diese Golddreiecke, die kennen Sie inzwischen. Hier ist die Farbskala eine Höhenskala. Das bedeutet also, dass diese Dreieckstrukturen 40 Nanometer dick sind auf einer Unterlage, die hier dunkelbraun ist. Und das Ganze ist hier 1500 Nanometer, dieser Pfeil. Jetzt strahlen wir hier mit so einem kurzen Femtosekundenpuls da drauf. Die Energie reicht aus, um diese Metallstrukturen zu ablatieren, also abzuheben. Und dann bleibt das hier übrig. Jetzt sehen wir, wenn wir hier quer drüber gehen, das ist eigentlich überall die gleiche Farbe. Also das bedeutet, diese starken Erhöhungen, die sind weg. Wir haben die Dreiecke weggeschossen oder wegablattiert. Wenn man genau hinschaut, hier zum Beispiel, hier, da sehen Sie dunkle Stellen. Das Substrat, also das Silizium in dem Fall, ist hier orange. Wenn etwas dunkel ist hier unten, dann bedeutet das, das ist tief. Also wir hatten vorher hier auf dieses ebene Substrat Gold aufgetragen und jetzt sind plötzlich an diesen Stellen hier offensichtlich Löcher drin. Woher kommen die Löcher? Wir würden sagen, durch das hohe elektromagnetische Feld an diesen Stellen. Das hat uns ja die Simulation vorhergesagt, dass wir so etwas haben sollten. Was hier sonst noch so rumliegt, diese kleinen Tröpfchen, sind Goldpartikelchen vom Ablationsprozess. Die kann man, um sicher zu gehen, dass man das richtig interpretiert, auch noch abtragen. Und dann sieht man, bleiben nur diese Löcher übrig, die wir hier auch schon vermutet hatten. So, jetzt merken wir uns oder erinnern uns an vorher, wenn die Löcher so angeordnet sind, dann müsste eigentlich die Polarisation unseres Lasers horizontal gewesen sein. Also hier nochmal, das war dieser Fall. Hier ist das leider gerade um 90 Grad gedreht. Also die Polarisation vom Laser, wenn zwei Ecken hier so überhöht sind, müsste parallel zu dieser Kante sein. Also wenn wir uns das nochmal anschauen, sind wir uns eigentlich ziemlich sicher, Polarisation so. Die Doktorandin, die dieses Experiment erstmals gemacht hat, ist jetzt schon ein paar Jahre her, hat steif und fest behauptet, bei ihr war aber die Polarisation so. Und ich habe sie nicht überzeugen können, dass sie da irgendwo unter dem Mikroskop einen Fehler gemacht hat und 90 Grad gedreht hat und so. Und es stellt sich raus, in der Tat, die Doktorandin hatte recht. Man hat nämlich bei diesen ersten Rechnungen, die ich Ihnen gezeigt habe, verschiedene Sachen nicht berücksichtigt. Unter anderem, dass diese Kanten nicht gerade sind, sondern gekrümmt. Dass dieses Gold nicht direkt auf dem Silizium aufliegt, sondern dass auf dem Silizium eine dünne Oxidschicht ist. Dass eine gewisse Rauigkeit auf diesen Oberflächen drauf ist. Und noch ein paar weitere Sachen. Wenn man das alles berücksichtigt, dann kommt man zu einem solchen Ergebnis und das ist jetzt zwar eine andere Simulationstechnik, aber zeigt auch sehr schön, wie die Feldverteilung sein sollte. Das heißt FDTD, also nicht gute Zeiten ist schlechte Zeiten, sondern Finite Differences in the Time Domain. Und da sehen Sie, das ist hier nur die Hälfte von diesem Bildchen simuliert, aber Sie sehen, genau an den Stellen, wo wir hier die starken Feldüberhöhungen haben, haben wir auch hier und hier und hier und hier.
Und wir können also sagen, wir haben gute Übereinstimmung zwischen den Simulationen und dem Experiment, verstehen also, was wir tun. Und die wesentliche Erkenntnis aus diesem Experiment war, dass man hier gar nicht die Dipolmode anregt, die man bei der ersten Simulation bevorzugt rechnet. Ich sagte ja diskrete Dipolsimulation, sondern es wird hier die Quadrupolmode angeregt und diese Technik hier, die berücksichtigt alle Moden, die es gibt, in gleicher Weise, ohne eine zu bevorzugen. So, damit haben wir also grundlegend verstanden. Jetzt möchte man natürlich das noch genauer anschauen. Wie ist die Felderüberhöhung zum Beispiel als Funktion des Abstandes dieser beiden Dreiecke von der Bowtie-Antenne? Da hilft jetzt unsere einfache Kolloidlithografie nicht mehr, weil wir können nicht die Abstände so ohne weiteres verändern mit dieser selbstorganisierten Technik. Da kommt dann doch wieder die Elektronenstrahllithografie ins Spiel. Da will ich Sie aber nicht ausführlich damit behelligen. Ich zeige Ihnen nur zwei Beispiele aus dem Ausschnitt, aus dem gerade eben gezeigten. Hier ist der Abstand größer, hier ist er kleiner. Sie sehen, die beiden Löcher, wo die Feldüberhöhung auftaucht, rutschen zusammen, wie erwartet. Und wenn man das genauer analysiert, dann sieht man auch, dass die Löcher deutlich tiefer geworden sind. Also für diesen Fall hier ist die Feldüberhöhung größer als für den. Und nun kann man das durchspielen, Abstände variieren und schauen, unter welchen Bedingungen kommt die stärkste Fokussierung zustande, damit wir hoffentlich so ein super Brennglas hinkriegen. Jetzt habe ich zum Abschluss noch ein Bildchen, was in eine etwas größere Zeitskala geht. Bisher hatten wir Femtosekunden Laserpulse berücksichtigt. Und jetzt könnten wir vielleicht doch noch überlegen, was passiert, wenn wir den Laserpuls länger machen, so ein Faktor 1000 ungefähr. Dann gilt nämlich nicht mehr, was ich vorher gesagt hatte, dass die Elektronen ihre Energie gar nicht ans Gitter abgeben können, sondern da könnten wir in der Lage sein, auf dieser Zeitskala lokal unsere kleine Struktur zu schmelzen. Und wenn das funktioniert, wenn wir die Intensität richtig wählen, dann würden wir an den Stellen, wo die Struktur geschmolzen ist, sagen, an der Stelle muss also die Intensität besonders groß gewesen sein. Polarisation ist so, wir sind jetzt Experten auf dem Gebiet, wir wissen für diese Größe der Dreiecke, das Ganze hängt von vielen Details ab, aber insbesondere von der Größe der Dreiecke, aber die Dreiecke hier sind die gleichen wie die von vorhin. Wir wissen also, eigentlich würden wir erwarten, an diesen beiden Ecken oder an diesen beiden Ecken sollte die Felderüberhöhung auftreten. Da sollte es besonders heiß werden und an der Stelle sollten dann diese Strukturen schmelzen. Und Sie sehen, das ist tatsächlich der Fall. Nachdem wir also mit so einem Pikosekundenlaser auf diese Struktur draufgeschossen haben, sehen Sie, die Ecken in dieser Richtung hier, 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 da, 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 die sind jetzt rund, nicht mehr scharf. Das heißt, an den Stellen ist es besonders heiß geworden. Wenn wir genauer hinschauen, dann sehen wir sogar, das hier sind diejenigen Dreiecke, bei denen die Spitze nach oben zeigt. Das sind diejenigen, bei denen die Spitze nach unten zeigt. Die Kugel hier oben ist kleiner als die hier. Das sind von dieser Anordnung her jeweils ausgeschnitten die dazugehörigen Dreiecke. Und Sie sehen, das ist nicht ganz symmetrisch. Und das kommt daher, dass die Ausrichtung der Polarisation nicht so war wie hier gezeichnet, sondern ein kleines bisschen verdreht. Und deswegen geht die Symmetrie verloren. Wir sehen also, dass wir mit solchen Methoden aufschmelzen oder Löcher schießen, sehr präzise bestimmen können, wie die Feldverteilung in solchen Nanostrukturen ist. Gut, auf diese Weise kriegen wir also zusätzliche Informationen und
können hoffentlich noch mehr bestätigen, wie das Verständnis dieser Strukturen ist. Damit komme ich zur Zusammenfassung. Ich wollte Ihnen zeigen, dass optische Antennen kleine Metallstrukturen sind im 100-Nanometer-Bereich, die ähnlich wirken wie Radioantennen oder Fernsehantennen, nur bei sehr viel kürzeren Wellenlängen, eben den Wellenlängen des Lichtes. Wir haben gesehen, dass man damit Licht konzentrieren kann auf Bereiche, die sehr viel kleiner sind als die Lichtwellenlänge selbst und dass man dadurch Verstärkungen erreichen kann, um einen Faktor 1000 größenordnungsmäßig. Und der Nachweis, den wir hier geführt haben, war mit lokaler Ablation und mit lokalem Schmelzen. Es gibt auch andere Methoden, aber die beiden hier, die haben sich doch als sehr leistungsfähig und als Methoden mit sehr hoher Auflösung erwiesen. Was kann man jetzt damit machen? Also ich sagte schon, die Strukturierung, Erzeugung von Nanolöchern, das geht, das ist aber eher eine Nischenanwendung vielleicht, wird sicherlich nicht die durchschlagende Anwendung sein, aber in der Sensorik kann man, wie Sie gleich noch sehen werden, Moleküle sehr empfindlich nachweisen. Das ist eine sehr große Steigerung der normalen Technik. In Solarzellen kann man die Effizienz steigern. Bei der Datenspeicherung ist man, wenn Sie an die Festplatten denken, die man heutzutage verwendet, die so typischerweise, was man in die Hosentasche stecken kann, 1, 2, 3 Terabyte haben. Da hängt man so ein bisschen, weil man die magnetischen Bits nicht kleiner machen kann. Die kann man aber kleiner machen, wenn man lokal das Material, auf dem die Bits gespeichert werden, erhitzt. Und zwar auf sehr, sehr kleiner Längenskala, im Bereich von wenigen Nanometern. Solche Laufwerke sind in der Entwicklung und wahrscheinlich wird die nächste Generation oder vielleicht die übernächste mit solchen Effekten arbeiten. Und dann gibt es nichtlineare Effekte, Frequenzverdopplung und so weiter. Lassen Sie mich nur noch auf diesen einen Punkt, Nachweis von Molekülen mit Raman-Streuung als einer Anwendung kommen. Das nennt sich SERS, Surface Enhanced Raman Scattering. Und ein Molekül, was hier untersucht worden ist, ist dieses hier, Pentazen. Und das wird zum Beispiel durch Tropfen, ähnlich wie bei den Kolloiden, auf die Oberfläche aufgebracht, liegt dann in kleiner Konzentration vor. Und Sie sehen hier das Signal, was man bekommt, als Funktion der Wellenlänge, wo die Raman-Streuung auftritt. Und wir müssten vergleichen, das ist Pentazen auf Silizium ohne diese Feldverstärkung durch die Golddreiecke. Da sehen Sie hier, das ist die schwarze Kurve und mit gutem Willen können Sie hier ein paar Peaks sehen, aber doch ziemlich schwächlich. Wenn man nur Golddreiecke auf der Oberfläche hat, ohne Pentazen, kommt die rote Kurve raus. Wenn Sie jetzt auf solche Goldstrukturen, wie Sie sie gesehen haben, das Pentazen aufbringen, dann ist das Signal so groß, dass es Ihnen so richtig entgegenspringt. Also damit kann man dieses Surface Enhanced Raman Scattering stark erhöhen. Bisher wurde das meistens so gemacht, dass man künstlich die Oberfläche unspezifisch aufgeraut hat. Das funktioniert auch, aber bei weitem nicht so gezielt und nicht so quantitativ wie das hier. Sie können sich denken, dass viele Leute daran beteiligt waren, also eine ganze Reihe von damals noch Diplomanten, Masterstudenten, Doktoranden aus unserer Gruppe. Dann haben wir enge Zusammenarbeit mit den Gruppen von Frau Scheer und Herrn Leitensdörfer. Eine enge Gruppe mit Madrid im Rahmen eines EU-Projekts, wie gesagt, auch enge Kontakte mit Japan.
Und damit bin ich mit meinen Ausführungen fertig und danke Ihnen sehr für Ihre Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank, Herr Leiderer, für diesen trotz der Diffizilität der Sache doch wunderbar zugänglich gemachten Vortrag zu einer Materie, die wir mehr oder weniger täglich in der Hand haben und doch nicht so richtig damit umzugehen wissen. Dankeschön. Ich fange mal mit einer simplen Frage an. Wie werden diese kleinen Kügelchen hergestellt, die so schön regelmäßig sind? Das ist eine Frage der Kolloidherstellung. Da müssten wir jetzt den Herrn Kölfen fragen. Also, es ist ein Prozess der Nukleation. Die Kunst besteht darin, die alle gleich groß zu machen. Also den Prozess so zu kontrollieren, dass alle gleich groß werden. Man könnte sagen, man erzeugt einfach sehr viele mit einer breiten Größenverteilung und sortiert die nachher. Das wäre zu mühsam. Aber im Prinzip sind diese Kügelchen nichts anderes als das, was Sie in der Wandfarbe haben, wenn Sie die unter dem Mikroskop anschauen. Das sind Kolloidsuspensionen. Wenn wir jetzt Weltraumsignale empfangen, sind die teilweise ja sehr schwach aufgrund der großen Entfernungen. Würde denn diese Technologie jetzt helfen, diese Weltraumstrahlungen besser einzufangen und möglicherweise dann auch mehr Verständnis für das Entstehen des Weltraums zu entwickeln? Also, die Weltraumstrahlung ist ja größtenteils längerwellig. Im Bereich, also die Hintergrundstrahlung, die kosmische Hintergrundstrahlung des Weltraums entspricht einer Temperatur von 2 Kelvin. Das sind also in Frequenzen ausgedrückt 50 Gigahertz ungefähr und das entspricht Wellenlängen. Wir haben es vorhin gesehen an dem Spektrum im Bereich von Zentimetern. Dafür würde das jetzt nichts wirklich bringen. Im Bereich der Solarzellen, da ist es in der Tat so, dass man versucht, das Licht, was ankommt, stark zu bündeln und dann an die Stellen hinzuschicken, wo man die jeweiligen Detektoren hat. Und das läuft also ein bisschen in diese Richtung, aber für den Weltraum, glaube ich, spielt das jetzt, obwohl ich natürlich gern sagen würde, dass kann man die optischen Antennen kann man für alles hernehmen, aber dafür glaube ich jetzt eher weniger. Meine Frage geht in Richtung der Solarzellen, die Effizienzsteigerung. Wie kann man sich das vorstellen? Wieso kann man mit diesen optischen Antennen dort eine Wirkungsgradsteigerung herbeiführen? Also die Details sind zum Teil geheim, aber die Idee ist, dass man bei einer normalen Silizium-Solarzelle, da hat man einen Wirkungsgrad von etwa 15% oder 20%. Und das kommt einfach daher, dass ein Teil des Lichtes reflektiert wird. Nicht alles wird vom Silizium absorbiert. Und wenn man jetzt solche optischen Antennen hat, da ist der Absorptionsquerschnitt sehr hoch. Das heißt, man kann damit das Licht sehr empfindlich zunächst mal einfangen. Und wenn man es eingefangen hat, dann, so ist die Idee, aufgrund der elektromagnetischen Wellen, der Schwingungen der Elektronen, leitet man das dann in Form von elementaren Anregungen der Elektronen, das sind Plasmonen, weiter an die Stellen hin, wo dann die eigentliche Solarzelle sitzt und die wandelt dann diese elektromagnetische Energie in elektrischen Strom um. So ist das Konzept. Es ist nicht einfach umzusetzen, aber es gibt Anwendungen und Untersuchungen, die in diese Richtung gehen. Ich habe eine Frage zu dem Bereich Biologie. Diese optischen Antennen sollen auch nützlich sein für die Biologie, hast du am Anfang erwähnt. Wofür konkret? Es gibt eine Anwendung, mit der ich vertraut bin, dass man kleine Teilchen, das können auch im Prinzip kleine
Kügelchen sein, aber so scharfkantige Strukturen, solche Antennenstrukturen sind noch effizienter, dass man die verwendet als, ja im Englischen sagt man Nanostove, also einen Nanoherd, dass man diese Partikel an Zellen anheftet, die schädlich sind, dann bestrahlt und durch das Aufheizen dieser Zellen wäre so ähnlich wie die magnetische Hyperthermie, heißt das, glaube ich, aber man könnte das viel gezielter machen. Damit könnte man dann, wenn man jetzt die Kügelchen selektiv zum Beispiel an Tumorzellen anheften würde, dann gezielt die Tumorzellen abtöten. Ja, wobei man da noch einen weiteren Vorteil hätte. Man könnte an diese, meistens sind es wie gesagt Goldpartikel, ja irgendwelche Rezeptoren drauf tun, die dann besonders an die schädlichen Zellen anhaften. Dann zunächst meinen herzlichen Dank an Herrn Leiderer, der so nett war, kurzfristig in die Bresche zu springen und Ihnen diesen Vortrag zu halten. Ich danke Ihnen, dass Sie uns über dieses Semester weitgehend die Treue gehalten haben. Ja, Ihnen, Herr Leiderer, nochmal ganz herzlichen Dank, dass Sie das so toll gemacht haben und Herr Schink das auch noch so schön moderiert hat. Auch ich darf Ihnen herzlich im Namen des Koordinationsteams für Ihre Treue danken. Nun, Sie wissen, zum Koordinationsteam gehören eben Herr Leiderer, Herr Schink, Herr Wischermann, der heute leider krank ist, Frau Wand und ich. Und wir freuen uns, dass Sie das Programm offenbar bisher ganz attraktiv gefunden haben. Aber wir warten sehr gern auf Ihre Rückkopplung mit den heutigen Fragebögen. Bedanken möchte ich mich auch bei den beiden Damen hier, die uns die Treue gehalten haben, Frau Lüdecke und Frau Gröding, die ja sich mit den Tiefen und Untiefen der Technik hier auseinandersetzen müssen, was nicht immer ganz einfach ist. Ich wünsche Ihnen ein sehr gutes Jahr, hoffe, dass Sie auch heute Abend dann wieder gut nach Hause kommen, selbst wenn die Böen wieder stärker werden. Und ganz besonders freuen wir uns alle, wenn Sie dann auch im Oktober wieder dabei sind. Vielen Dank.